Du hast die Einsatzfreigabe, ein hochrangiges Ziel auf amerikanischem Boden zu eliminieren. Diese Gruppe ist gut ausgebildet, gut finanziert und hat Zugang zu Militärwaffen. Sie sind fanatisch und scheren sich nicht um ihre körperliche Unversehrtheit. Sie haben das Gebiet schwer befestigt mit Fallen und Sprengstoff, um jede Spur zu ihrer Organisation zu zerstören. In dieser Situation wird IQ eingesetzt. Sie spürt elektronische Signale mit dem Elektronikscanner MK3 Phantom auf. Die Terroristen eliminieren. Hi Leute, Forti hier. Heute haben wir wieder ein Rainbow Six Siege Video. Und ich muss heute einige coole Sachen machen hier. Und zwar, wie ihr gerade mitbekommen habt, muss ich Sprengfallen aufspüren. Und 12 verbleibende Gegner eliminieren. So war das, genau. Ich werde jetzt hier einmal ums Haus laufen. Und einfach durch Fenster versuchen, schon mal ein paar Gegner abzuknallen. Das habe ich nämlich vorher nicht gemacht. Ich habe diese Situation schon mal probiert. Oh, hier ist alles voll. Die Sprengfallen muss ich zerstören natürlich, sonst zerstören die mich irgendwann. Das macht es natürlich sehr müßig. Ich höre da irgendwas. Ich muss aber die Sprengfallen auch zerstören. Wow. Ja, das war schon der erste Fehler. Die ziehen mir auch so verdammt viel HP ab. Das ist... Noch 9. So, ja, die Gegner wissen natürlich, wo ich bin. Von wo schießt der? Hier. Was? Irgendwas wollte der Kollege noch sagen. So, aber hier waren wir vielleicht auch noch nicht fertig. Hier läuft auf jeden Fall jemand rum. Ich weiß nämlich. Ja. Eigener Druck neutralisiert.
Das ist nämlich das Problem, dass die so viel Damage machen, die Viecher. Und ich treffe nicht. Also ohne Zielen trifft man so gar nichts. Also so wie in CSGO zum Beispiel muss man ja oft... Na gut, also No-Scope ist tatsächlich schwierig, auch in CSGO. Bei Waffen mit einem Fernzielrohr oder Zielfernrohr, so rum. Die Terroristen eliminieren. Ach ja, das ist echt schwierig. Diese Situation hier ist schwierig. Die habe ich schon jetzt ein paar Mal versucht. Wo ist er hin? Der steht immer da. Der trifft mich immer noch. So, ich muss ja theoretisch jetzt nicht jede Sprengfalle irgendwie hier entschärfen. Aber was das ist, habe ich noch nicht verstanden irgendwie. So, 5 Meter und 9 Meter. Zehn Ziele muss ich immer noch hier machen. So kann man es auch machen. Also auf dem Dach war ich ja auch schon mal, da kann man nicht so viel sehen. Ich muss tatsächlich mich hier durchs Haus kämpfen. Ach, guckt ihr das mal an. Hier ist niemand? Oder war ich hier schon mal? Da sitzt er und macht nichts. So. Nein. Und da ist noch einer. Stirb. Mein Kollege hier. Ein guter Shot,
Das sollte ich eigentlich nicht machen, hier einfach so in diese ganzen Sprengfallen reinlaufen. Aber ich habe noch 4 Ziele. So, ich glaube, so weit war ich noch nie. Wow. Gegner neutralisiert. Die kommen einfach auf mich zugelaufen. Na gut, die letzten drei, die wussten auch noch nicht mehr, was zu tun, ne? Mission erfolgreich. Schließe die Situation mit mindestens, naja, 50 HP ab. Okay, ja, das war jetzt tatsächlich die schwierigste Situation. Bisher ist jetzt Nummer 7. Alles klar, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis denn!